Servus aus meinem Bastelkeller. Ja, heute geht es ein bisschen ums Thema Abtauenergie und den Durchfluss, den die Wärmepumpe braucht, um vernünftig abtauen zu können. Und warum vor allem der Durchfluss so hoch ist. Ja, das habe ich ja ein paar Videos schon angesprochen, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe, von der ich immer spreche, ja, dass diese Luft-Wasser-Wärmepumpe einen sehr hohen Durchfluss beim Abtauen benötigt. Und da gab es jetzt ein paar Missverständnisse, unter anderem auch mit einem anderen Kanal. Das nervt mich langsam, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und deswegen heute das Video. Gleich vorweg, es gab letzte Woche kein Video zu meinen monatlichen Verbräuchen, die ich so habe, oder monatlichen Erträgen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich war von meiner Arbeit aus auf Dienstreise in Kiel oben. Und da war das Internet jetzt nicht so der Brüller. Es hätte alles viel zu lange gedauert. Deswegen kam jetzt letzte Woche kein Video. Und nochmal eine kleine Werbung in eigener Sache. Ja, ich verlinke den Kanal unten. Ich befasse mich ja die letzte Zeit relativ viel mit dem Thema Wärmepumpen, mit Thema alles, was mit Kältekreis so zu tun hat. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da die große Leuchte bin und das alles weiß und mir alles selber beigebracht habe. Ich habe ein paar Leute oder hauptsächlich eine Person, die mir sehr viel dabei geholfen hat, einiges zu verstehen, einiges richtig zu verstehen. Ja. Und die Person hat mir auch viel dazu beigetragen, dass ich euch sowas irgendwo vermitteln kann. Und den Kanal, das ist der Kanal FH, das ist der Felix, ja, schönen Gruß an der Stelle. Er fängt jetzt gerade in YouTube auch ein bisschen so an und ich finde es, ja, ich wär euch dankbar, wenn ihr auch so kleine Kanäle auch abonnieren würdet. Ja. Das ist immer das Problem, er baut gerade Haus und hat viel zu tun und ist jetzt noch im Überlegen, ob er YouTube irgendwo so richtig anfangen soll oder nicht. Aber ich glaube, vielleicht könnt ihr ihm ein bisschen die Meinung in die richtige Richtung ziehen, dass YouTube vielleicht gar nicht so doof ist. Ja, abonniert es bitte und dann, vielleicht wird es auch ein größerer YouTuber, würde mich freuen. Ja. Dann fange ich mal an mit dem Thema Durchfluss an der Wärmepumpe. Ja, erstmal ganz grob nochmal die Erklärung, warum eigentlich sowas vonnöten ist. Luft-Wasser-Wärmepumpen haben das Problem, dass bei so unter 10 Grad Außentemperatur fängt das Ganze an irgendwann, dass die Verdampfungstemperatur am Verdampfer draußen, also an dem Wärmeübertrager, Wärmetauscher draußen, die Temperatur unter den Taupunkt geht, ja, dann kondensiert es erstmal und wenn es dann unter 0 Grad geht, dann gefriert das Wasser an den Lamellen. So. Ist jetzt erstmal kein Problem bis zu einer gewissen Schichtdicke. Das heißt, irgendwann ist das Eis an den einzelnen Lamellen so dick, dass das einfach ein Problem ist. Einmal von der Wärmeübertragung her ein Problem ist und einmal auch ein Problem der Luftmenge. Da geht einfach nicht mehr so viel Luft dann durch die Lamellen durch. Und deswegen muss man den Wärmetauscher von Zeit zu Zeit einfach mal abtauen. So. Völlig normaler Vorgang, ja, das gehört einfach an eine Luft-Wasser-Wärmepumpe dazu. Übrigens auch bei jedem Luft-Luft-Splittgerät und so weiter. So, jetzt braucht man dafür natürlich irgendwie Energie, damit man das Ganze irgendwie wieder anwärmt, damit das Ganze wieder taut und das Wasser quasi abläuft. So, woher nimmt man die Energie? Die Energie nimmt man erstmal aus dem Heizkreis. Das ist so die gängige, Vorgehensweise. Hat sich irgendwo so durchgesetzt. Gäbe auch noch die Möglichkeit, Heißgasabtauung oder Heißgasabtauung. Ist aber, es dauert alles zu lange. Ja, und man will ja irgendwie heizen und dann soll das ja irgendwann fertig werden. Deswegen dreht man in der Praxis einfach den Kältekreis um, ja, oder die, ja, und nimmt quasi vom Heizkreis die Energie, die Wärme, und pumpt sie quasi mit der Wärmepumpe nach draußen in den Verdampfer. Ja, das ist jetzt nicht so viel, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Bruchteil von einer Kilowattstunde im Normalfall. Und mit der Energie wird der Verdampfer geheizt. Ja, dann taut es und dann läuft das Kondensat oder das Wasser läuft dann quasi in den zum Beispiel Kanal oder wenn man draußen irgendwo
manche machen bloß einen Kies, ja, frostfrei von der Tiefe, und dann läuft es über ein Rohr in den Kies unten rein. Ja. Ist aber nicht wenig von der Menge, also bitte nicht unterschätzen. Sonst hat man vielleicht irgendwo ein Problem, dass man drunter irgendwann einen Eisklotz hat oder der Lüfter irgendwann festgeht, wenn es nicht ablaufen kann oder sowas. Ja, und bei minus 10 Grad rausgehen und dann das Ganze versuchen abzutauen, das macht dann irgendwie wenig Spaß. Also richtig planen. So. Damit in der Kondensatwanne erstmal nichts passieren kann von der Vereisung, haben die Wärmepumpen die günstigeren, nicht ganz so guten, sage ich jetzt mal, oft irgendwelche elektrischen Heizelemente drin oder sowas. Die besseren haben dann irgendwelche andere Möglichkeiten. Ja, da macht jeder irgendwo sein eigenes Ding. Wolf zum Beispiel hat so ein Kupferrohr unten drin, das von der, ja, die Flüssiggasleitung geht da einmal durch. Das ist effizienzmäßig wahrscheinlich irgendwo das Beste, sage ich mal. Da haben wir das Ganze irgendwo einfach einen gewissen Teil unten warm hält, dass er nichts einfrieren kann. So. Warum jetzt aber dieser hohe Volumenstrom? Ja, das ist immer wieder so ein, ja, das ist ein ewiges Thema. Da kriege ich immer wieder irgendwelche E-Mails. Letzte Woche auch, wo ich nicht da war. Wie gesagt, ich hätte gerne ein Video gemacht, ging aber leider nicht. Das hat eigentlich einen technischen Hintergrund. Ja. Das ist eigentlich bei fast, ja, es trifft auf fast alle Wärmepumpen zu. Im Normalfall schaut es so aus, dass der Wärmeübertrager vom Kältemittel auf das Heizsystem ist im Normalfall ein Plattenwärmetauscher. So. Plattenwärmetauscher ist relativ klein von der Baugröße. Er ist im Verhältnis kostengünstig und von der Effizienz echt gut. Ja, das ist alles okay soweit. So, das Problem ist, ein Plattenwärmetauscher arbeitet als Kondensator oder wo das Kältemittel quasi kondensiert, was man im Normalfall hat für die Wärme, ja, also für den Heizkreis, arbeitet es echt effizient und ist eigentlich alles in Ordnung. Ja? Das funktioniert gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Kältekreis umdrehe und den Kondensator für das Heizungswasser im Normalfall verwende, um damit Kältemittel zu verdampfen. Ja, das mache ich ja dann, wenn ich den Kältekreis umdrehe. Dann kondensiert das Kältemittel nicht mehr in dem Plattenwärmetauscher, sondern ich muss das Kältemittel im Plattenwärmetauscher verdampfen. So. Und im Normalfall ist beim Verdampfer halt so, dass ich halt mehrere Einspritzungen habe. Ja? Also Firma Lambda oder so kennt man ja, da gibt es so relativ große Hydraulikschemen, die man sich anschauen kann. Oder Kältekreise, die man sich anschauen kann. Keine Hydraulikschemen, sorry. Und die haben halt dann relativ viele Einspritzungen. Ne? Das heißt, ich muss das Kältemittel großflächig irgendwo verteilen, dass es gleichmäßig verdampfen kann. Und genau das ist halt das Problem in einem Plattenwärmetauscher. Wenn ich jetzt den Prozess umkehre, ja, den Kälteprozess, und schicke das flüssige Kältemittel in den Plattenwärmetauscher rein, kann ich das oft nicht sicherstellen, dass das Kältemittel gleichmäßig in den einzelnen Platten verteilt wird. Und daher kann es halt sein, dass zum Beispiel ein paar Platten dabei sind, die mehr Kältemittel abbekommen, und ein paar Platten dabei sind, die weniger Kältemittel abbekommen. So, jetzt haben natürlich die Platten, die relativ viel Kältemittel abbekommen, natürlich auch eine höhere Leistungsaufnahme. Ja, so kann man sich das vorstellen, weil die Leistung geht ja durch die Platten durch, vom Heizungswasser, also vom Heizkreis. Ja, eine Platte ist ja Heizungswasser, die nächste Platte ist Kältemittel, Heizungswasser, Kältemittel und so weiter. Und wenn es da eine Platte quasi dabei ist, die relativ viel Kältemittel abbekommt, dann ist der Übergang vom Heizkreis zum Kältemittel relativ hoch. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, im ersten Moment, wenn der Prozess umgekehrt wird, habe ich eine Verdampfung unter 0 Grad Celsius. Das ist völlig normal, weil das Eis draußen ist ja gefroren, ja, Eis ist meistens unter 0 Grad. Wenn ich eine Wärmepumpe betreibe, habe ich auf der Saugseite immer weniger Druck als auf der Druckseite. Ja, ist ja logisch, ja, das ist ein Verdichter. Und wenn ich auf der Druckseite 0 Grad habe im ersten Moment, habe ich auf der Saugseite logischerweise unter 0 Grad. Ja. Das heißt, das Kältemittel verdampft unter 0 Grad. Ja. Akute Gefahr, dass das Wasser vom Heizkreis einfrieren kann.
ist jetzt die Verteilung in dem Plattenmetall schon nicht optimal, kann es sein, dass was einfriert. Ja? Damit das nicht passiert, geht man mit dem Volumenstrom einfach auf ein sehr hohes Niveau. Das heißt, man lässt die Pumpe einfach maximal arbeiten, dann hat man von Haus aus ein sehr geringes Delta und wenn die Verteilung jetzt nicht optimal ist, dann kann trotzdem nichts passieren. Das ist der Grund, der Hauptgrund, warum so ein hoher Volumenstrom nötig ist. Es ist einfach nur eine Sache von der Sicherheit. Natürlich kann man das auch machen, wenn man sagt, okay, man legt das Ganze relativ knapp aus. Ja. Dass man in diesen ersten 20, 30 Sekunden vielleicht sogar einen leichten Eisansatz hat, ja, im Plattenwärmetauscher. Ja. Kann sein. Ist aber immer ein Risiko. Und da ist ja wieder so eine Sache, was macht der Hersteller? Sagt der Hersteller, will ich jetzt wenig Volumenstrom haben, ja, dass der Kunde zufrieden ist und so weiter. Jetzt hat man dann vielleicht im Laufe der Betriebszeit irgendwann einen leichten Belag oder ja, eine leichte Ablagerung auf dem Plattenwärmetauscher, was nicht ungewöhnlich ist in einem Heizsystem. Dann ist die Wärme, der Wärmeübergang vielleicht nicht ganz so toll mehr. Und dann hat man vielleicht schon irgendwann mal ein Problem. Ja? Und bevor da was kaputt ist, lieber einen höheren Volumenstrom. Ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwo verständlich. So, ich hoffe, dass das jetzt damit irgendwo klar ist, soweit, warum der Volumenstrom so hoch ist. Wie man den Volumenstrom ja, bewerkstelligen kann, da habe ich ja letztes Mal schon ein Video drüber gemacht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder das Heizsystem ist selbst in der Lage, diesen hohen Volumenstrom aufzunehmen, ja, irgendwo. Ich konnte jetzt nur sagen von der Wolf, weil ich eben eine habe, 27 Liter pro Minute. Wenn die Fußbodenheizung zum Beispiel in der Lage ist, diese 27 Liter pro Minute aufzunehmen bzw. durchzuleiten, alles okay, alles super. Wenn nicht, wenn man zum Beispiel Heizkörper hat mit dünnen Rohren und so weiter, braucht man halt einen kleinen Reihenspeicher mit zum Beispiel 50 Liter und ein Überströmventil. Ja? Das heißt, beim Abtauvorgang geht die Pumpe auf Anschlag, das Überstromventil geht auf, das Wasser zirkuliert einen gewissen Teil durch diesen Pufferspeicher, durch diesen 50 Liter Pufferspeicher durch. Da das aber ein Reihenspeicher ist, ist das von der Effizienz nicht so dramatisch. Ja, Parallelspeicher ist schlimmer, habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt. Und dann ist das alles gut, dann funktioniert das. Ja, also von dem her ist alles in Ordnung, sofern man den Volumenstrom irgendwo herbringt. Ob das jetzt bei einer gleichwertigen Maschine dann 27 Liter sind oder 25 Liter oder vielleicht sogar 23 Liter oder 30 Liter, das ist jetzt mal eher nicht so das Problem. Ja? Was aber nicht sein kann, dass ich bei einer 7 oder 9 kW Maschine 10 Liter pro Minute brauche. Ja? Wenn das der Fall sein sollte, ist eine komplett andere Technik drin. Ja? Vielleicht ist es zum Beispiel eine Heißgasabtauung, was ich nicht glauben kann, ja, weil es einfach viel zu lange dauert. Oder es ist ein Koax-Wärmetauscher drin, das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings hätte man dann viel mehr Kältemittel drin und es wäre auch viel teurer. Das glaube ich nicht und von der Effizienz her nicht unbedingt besser. Ja, ich glaube nicht, dass sowas in der heutigen Zeit irgendwer verbaut, ja, weil es einfach ein riesen klobiges Teil ist. Ja. Von dem her, im Normalfall braucht man relativ hohen Volumenstrom. Davon gehe ich aus, dass es die meisten Anlagen so haben. Ja. So, in dem Sinne hoffe ich jetzt mal, dass das meiste ja, zum Thema ja, Volumenstrom beim Abtauen jetzt irgendwo geklärt ist. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es bitte in die Kommentare, damit man das Ganze mal irgendwie vom Tisch kriegt. Ja, das, vielleicht erkläre ich es auch irgendwie falsch, das kann auch sein, weiß ich nicht. Kamen halt die letzte Zeit ein paar E-Mails, die nicht so ja, cool waren. Ja, braucht man nicht so einen Volumenstrom und keine Ahnung. Ja, gibt da ein paar Kanäle, die regen mir langsam auf. Ist, ja, es ist ja alles Physik. Es ist halt alles irgendwo physikalisch herleitbar, warum man das hat. Wie gesagt, ich glaube, das leuchtet auch ein mit dem Verteilen vor dem Kältemittel. Ja. Danke nochmal Felix an der Stelle, hat mir schon erklärt. Und ansonsten würde ich sagen, sieht man sich wieder im nächsten Video. Was ich da genau mache, ich glaube, dass ich dann das nochmal nachhole. Schreibt es mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, die Ertrag und so weiter vom letzten Monat und so. Ich habe leider meine Zählerstände nicht aufgeschrieben. Ansonsten würde ich es im nächsten Monat dann machen, dann habe ich ja 2 Monate. Ja. Ich meine, im Sommer tut sich ja eh nicht so viel. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!